Ja, Münz, herzlich willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Wir sind hier wieder im wunderschönen Schlimmerland, so wie eigentlich jetzt ein paar immer, aber wir sind trotzdem hier und bleiben wahrscheinlich auch hier. Aber jetzt erstmal der Chef Gock, so wie der Vogel da oben anscheinend heißt, auf uns wartet, weil der war böse und wir müssen jetzt auf jeden Fall uns rächen, weil er hat uns vom Vulkan geschmissen. Das fanden wir beide, Cappy und ich, nicht so prickelnd. Wir waren für beide. Ja. Außerdem ist da hinten irgendwo Captain Toad und der hat sich, glaube ich, verirrt. Passiert ja mal, ne? Aber kann ich nicht auch irgendwie... Kann ich nicht irgendwie mit einem gekonnten Dive hin? Alter, nicht hier irgendwie... Alter, bring die Pflanze um. Ich will ja mit dem Dive hinkommen. Ich will das irgendwie schaffen, ohne irgendwie den eigentlichen Weg gehen zu müssen, ne? Das war falsch. Ich will mal was versuchen, ne? Also, so macht man es auf jeden Fall. Ich hätte jetzt gerne mein Herz, ne? Aber hier gibt es... Ach so, warte mal. Heilung? Ja, nice. Also eigentlich wollte ich das nicht so machen. Ich wollte eigentlich versuchen, mehr zu reden. Aber, Ich würde halt gerne testen, ob das geht, ne? Weil, Tests gehören auch dazu. Alter, kann ich irgendwie nochmal diven? Bin ich doof? Man kommt da locker hin mit dem Dive. Locker kommt man da hin. Pass auf, ich stelle mich jetzt auf den Hügel. Roll dann nach unten. Und dann schaffe ich das. Eins, zwei... Nein, das geht nicht. Man braucht da wirklich ein Hothead. Das ist aber ziemlich gemein, Nintendo. Das hätte ich jetzt ein bisschen schneller geholt, den Captain Toad. Weil ich mich gefreut hätte und so. Was ist denn hier drin? Ein Königsherz. Ich gehe aber davon aus, dass die erst wollen, dass man den guten Chefgock erledigt. Und das passiert, glaube ich, jetzt sogar. Das passiert, glaube ich, jetzt sogar. Da haben wir aber... Haben wir ja alles? Ne, da sind ja noch Punkte, ne? Ob jetzt irgendwie die Piranha-Pflanze was bekommen... Ob die uns was geben, weiß ich jetzt nicht. Gib auf die Plattform da oben 8. Die überschlagen sich gerne mal. Das gibt's ja nicht. Die überschlagen sich. Hat die gerade geredet? Die Gabel? Das sah so aus. Gut, jetzt wird langsam ein bisschen komisch. Ach, die Plattform meint er. Meint die Gabel natürlich. Die Gabel. Also, wow. Man kann nicht hier... Gibt's hier was? Sind da so... Sind da so lila? Ach, eine Mauer. Das ist aber lustig. Okay, dann... Lass mich mal bitte hier weitermachen. Ich will zum Chefgock und ihm die Meinung sagen, dass er nicht geht... Dass er hier so rumflattert. Er flattert rum. Brauchen wir dich? Nö. Na gut. Bitte! Bitte! Als ob! Was war das denn jetzt? Das war ein schöner... Nein! Das gibt es nicht. Ich fasse es gerade nicht. Was war das denn jetzt? Da will ich einen ganz normalen Dive machen. Dann kommt da so eine komische Rote oder was auch immer, was das für eine Paprika war, an. Und denkt, sie könnte mich einfach aufhalten. Das hat sie auch im Prinzip, aber... Warum? Das ist... Ich bin gerade ein bisschen geschockt. Hier, schockt bin ich. Darf ich mal da hochgehen? Ich möchte bitte so da hochgehen, weil... Weil es geht. Ich wusste, dass es geht. Alles geht, wenn man nur will. Und dran glaubt. Oder so. Na gut, dann, versuchen wir es nochmal. Aber erstmal Piranha-Pflanze töten. Dann dahin. Sich nicht den Kopf stoßen. Perfekt. Gilt geil wie immer, ne? Also, muss auch mal immer sein. Gut, dann gehen wir bitte hier hin. Oh, hier wäre der Lava-Blub für Captain Toad, ne? Das gibt's ja einfach ja gar nicht. Oh, lolo, lolo. Stehen, stehen.
Stehen kann ich auf der Gabel nicht, nee. Ich wollte jetzt sagen, drehen kann ich mich nicht auf der Gabel, aber... Hä? Kann ich da zufälligerweise rein? Nö. Wer hätte das denn gedacht? Oh. Warum? Ist doch nichts. Warum mache ich das denn überhaupt? Wenn hier eh nichts ist. Sag mal, ich versuche gerade mal was. Hab gehört, man kann hier runterspringen, dann hat man direkt ein Leben verloren. Ja, gut, ne? Ja, kann man bestimmt hoch, ne? Wenn man will. Aber will ich das? Ich glaube eher nicht. Na gut, dann gehen wir jetzt hoch. Sage ich zum fünften Mal, ne? Und es ist immer noch nicht passiert. Na gut, na gut, na gut. Dreh dich im Kreis. Ja gut, dass ihr... Was war das jetzt hier bitte? Ich hab... Nee! Oh, okay, gut. Ich hab doch was falsch gemacht. Ich nehme alles zurück. Beruhig dich. Danke. Oder auch nicht. Hä? Ja. Ja, wie? Soll ich das riechen? Ich riech doch nicht, dass es plötzlich schon rot ist. Ja gut, ich hab gesehen, dass es rot ist, aber... Ich meine, die Wand ist auch rot und es tut nicht weh. Ich... Was, passiert hier gerade? Was war... Ja. Ist alles gut. Holen wir jetzt mal das Königsherz und dann machen wir das nochmal, weil... Ich gleich kotze. Ich kotze gleich. Mano. Pass auf, jetzt machen wir es so wie eben. Perfekt. So. Es gibt's nicht. Ich hätte das Sixth Sense gebrauchen können, ne? Also. So ganz nebenbei mal. Also. Glaube ich zumindest mal. So, perfekt. So. 1, 2, 3 und 23. Aha. Danke für den Hothead. Den ich natürlich wieder verliere. Und deswegen. Es gibt sich, da komme ich an die Kante. An die Kante von der Lava. Und dann verliere ich direkt den Hothead. Mhm. Ich verstehe schon. Wo sind wir hier? Galaxy oder was? Was ist denn jetzt hier los? Nö. Also ganz ehrlich. Also ich habe jetzt habe ich plötzlich schlechte Laune. Weiß auch nicht warum. Gib mir das Königsherz. Vielen Dank. Ich spring hier hoch. Genau, stoße den Kopf 23 mal an, wenn du willst. Musst du nicht fünfmal machen, weil das wäre zu wenig, ne? Das wissen wir alle. Mhm. Hier schon das sechste Herz verlieren, weil das müssen wir. Ist ja so geskriptet. Steht im Skript so, habe ich gehört. So, dann springen wir hoch, ne? Und dann gehe ich jetzt hier hoch, ja. Genau. Ich werde jetzt auf jeden Fall jetzt... Warte mal, ich habe doch gerade gelernt, dass ich an die Kante ja dran springen darf, ne? Also... Ist eigentlich auch egal, ne? Also... 1, 2, 3. So, ich wäre doof, wenn ich jetzt einfach direkt straight runtergehen würde. Ich bin ja nicht verrückt, ne? So. Weil jetzt kann ich nämlich straight runter. Und ich lande auf eine Plattform, das wäre... Mhm. Nee. So. So hole ich den Tod nicht. Ich mach's jetzt eigentlich ganz einfach. Hol mal das Königsherz. Mach den Dive drüber. Und dann geht das schon. Dann geht das ganz locker. Ja? Weil habe ich mich doppelt erleben. Und logischerweise komme ich somit auch doppelt so weit, ne? Ach Gott. Aha. Aha. Also ich verstehe schon. Das Spiel will das also nicht, dass ich einen Vorteil habe. So, hier hin. Ist es dein Ernst? Was ist das denn? Der Dive funktioniert nicht mehr. Ich weine gleich. Alter.
Ach, tschüss, tschüss, 5000 Münzchen. Warum sind jetzt plötzlich Blöcke? Darf ich das mal fragen? Dann nehmen die hier das Königsherz. Ja, nice. So viel zu. Wir gehen zu dem Hühnchenmeister, ne? So. Eins, zwei, drei, vier. Hallo, Captain Toad. Na, alle anschauen! Und das Schwitzerei kann ich mir gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Puh, sag, weil ich's ja auch so heiß. Nee, aber ich bin richtig genervt, weil ich zu dir kommen wollte. Na, wenigstens habe ich diesen Mond gefunden. Nimm, Herrgott, dir! Ich will den eigentlich gar nicht haben, weißt du das, Toad? Ich will den eigentlich gar nicht haben. Mahlzeit, Captain Toad. Auf deinem Salzberg kannst du ruhig das Salz ablecken, freu dich doch. Wie komme ich denn jetzt weg? Ich weiß nicht mal, wo du hergekommen bist. Ich glaube, du bist geflogen, ne? Du hast 30 Dives gemacht, ne? Mit deinem Taschenlampen-Gurt. Ich bin ein bisschen fertig. Ich bin wirklich ein bisschen fertig. So, dann machen wir jetzt mal, gehen wir mal hierher, weil ich wissen will, was sie. Ich weiß, was sie ist. Ja, ich weiß, was sie ist. Gut. Na gut, dann würde ich mal ganz spontan sagen, wir gehen doch mal da oben hin, weil es jetzt funktioniert mit First Try. Das habe ich so im Gefühl, ich weiß auch nicht warum. Aber naja, gut. Ne? Habe ich im Gefühl, also. Man sieht, ne, es funktioniert mal wieder super, weil ich wollte natürlich jetzt mich mal umbringen, weil ich ja das Königsherz brauche. Das ist so eine, spontan fällt mir das so an, dass es ganz wichtig ist. Deswegen bin ich extra natürlich nach unten gesprungen, weil es wäre leichtsinnig von mir, wenn ich einfach runterspringe. Also, man sieht, ich weiß natürlich, dass man hier das Königsherz bekommt, ne? Deswegen bin ich auch extra da runtergesprungen, um die Blöcke zu aktivieren, um Münzen zu bekommen und dann wieder die Leben aufgefüllt zu haben. Weil, ist ja offensichtlich, ne? Das lernt man halt dazu, ne? Und dann nehme ich jetzt die Gabel, ne? Und ich glaube, die Camela aus Galaxy hat mich mal wieder verflucht, dass ich wieder so behindert rede, wie sonst immer. Und ja, auf jeden Fall ist eine wunderschöne Sache hier. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich nicht weiß, was das jetzt gerade war. Was war das denn jetzt, bitteschön? Was ist das denn? Wenn da oben kein Speicherpunkt ist, ne? Irgendwas. Im Sinne von Speichern, ne? Dann bin ich ein bisschen empört. Ich bin empört, nein. Okay, gut. Hier wäre auch schön ein Herz angebracht, aber nee, darauf falle ich jetzt immer rein. Okay. Okay. Das sieht doch wieder gut aus. Ja, sieht's auch. Ich bin ja supi, 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 oh mein Gott. Gib mir mal den Hot Hot Hat. Oh. So, mal gibt's hier irgendwie was außer die drei? Perfekt. Irgendwas passiert jetzt hier. Warum will ich da dran? Ich will auf die Mauer irgendwie drauf, aber auf die Wand, aber. Es ist ein Speicherpunkt, ich bin ja hier, wow. Ich muss trotzdem nochmal runter. Ist das hier? Ja, da war ja dieses, hier. Der Pinüppel. Ganz böser Pinüppel. Ne, da springst du bitte nicht runter. So, dann machst du mal so, perfekt. Nimm dir bitte mal diesen Rotter, dann schwimmen wir hoch. Zum besten Boss, hoffentlich, der Welt, wenn ich in die Kanone hüpfen kann. So, ich will jetzt aber auch bitte was Interessantes sehen. Guten Tag, Chef Gok. Ja, es ist auf jeden Fall schöne Töne, die du von dir gibst. Es geht direkt los? Beruhig dich doch mal. Was soll ich überhaupt machen?
hab das Gefühl, ich soll. Ich soll ganz simpel einfach gegen die springen? Hey! Kann ich auch mit dir reden oder irgendwie so von Dodo zu Dodo? Wenn du überhaupt ein Dodo bist. Gut, Dodos können nicht fliegen, aber... Du bist ein fliegender Dodo. Das ist jetzt bei mir so, ja, ja. Warte mal. Warum renne ich nicht davon weg? Ich fällt mir jetzt gerade das auf. Ja! Mir fällt jetzt gerade erst auf, dass ich doof war und theoretisch die ganze Zeit da hätte hochgehen können. Ja, das tut weh, ne? So ein Feuerball gegen den Arsch. Ja, nice. Er bemerkt nicht, dass es gut für mich ist. Was? Warum? Ja, perfekt, prima. Wow. Das ist Spitzenleistung. Ich bin geflasht. Geht's wieder los? Es geht wieder los. Was ist mit dir jetzt los hier? Hey, nicht runterfallen. Ach so, jetzt sehe ich auch, was hier los ist. Und komm deswegen nicht hoch. Nee, also so machen wir es natürlich nicht. Hallo? Ja, geil! Ich bin ein bisschen hier, ja, ein bisschen enttäuscht. Weil, mit dem Hotdog muss man irgendwie... Ich bin enttäuscht, weil ich... Ich bin enttäuscht von Captain Toad. Das ist es einfach, ja, ja. Ach, ich habe vergessen, gegen sie zu springen. Oh! Hallo? Du brauchst doch Feuer in deinem Hintern. Bitte, bitte. Wie? Was soll das jetzt hier? Bitte, bitte, bitte. So, was ist jetzt, Oh. Das ist natürlich was Interessantes, was du jetzt machst. Aber das ist für mich halt einfach zu schlecht. Ne? Für so ein Hothead Mario, ne? Tu das Headhaus, dann ist es noch besser, ne? Ach Gott, endlich. Noch ein Multimond. Ich bin, Alter, ich kann nicht mehr. Ich bin einfach wenigstens fertig. Gib mir den Multimond und dann freue ich mich, ey. Oh mein Gott. Ach du Gott, ich bin der Koch. Der bessere Koch. Als der Chefkoch. Das ist klar. Yay. Yippie-yay. Chefkoch-Konfrontation gemeistert. Yay. Ich schlaf gleich ein. Halala. Ach Gott. Guten Tag. Ja, hallöchen. Ja, wunderbar. Was? Alles klar, dann mal Bowser hinterher. Da ist ein Feuerbruder. Den hole ich mir gerade mal, weil dann möchte ich nämlich gerade mal den Käse wegmachen. Das war's dann. Ja, das war's dann. Ja, das war's dann. Das war's dann. Okay, ich glaube, ich übertreibe ein bisschen. Aber ich glaube, dann gehen wir in der nächsten Welt, gehen wir auch in die nächste Welt. Im nächsten Part gehen wir dann auch, glaube ich, in die nächste Welt. Ich brauche wirklich hier so ein... Ich brauche unbedingt den, Fun-Typ. Okay, dann zünde ich wenigstens noch die Flamme an, weil das sieht wirklich noch interessant aus. Ich wollte ihn nicht besiegen, ja, nochmal so. Hallo? Respawnst du noch? Weil das sieht ziemlich nach Mond aus. Ja, der ist wirklich hier. Ich bin ein Feuerbruder. Tralalalalalala. Lalala. Das war ziemlich klar eigentlich. Und für mich. Entzünde die beiden Flammen. Aber würde ich sagen, ich glaube, nächste Folge gehen wir an sich nochmal so ein schneller Rückblick. Was es hier so gibt, ne? Also was man noch so machen kann. Einfach so nochmal durch die ganze Welt gehen und gucken. Und das war's dann noch eigentlich, ne? Von der Welt. Was zur Hölle? Überall, wo der sich festhalten kann, ne? Also wo der drauf stehen kann, kann der richtig krass abspringen. Merkt man, ne?
Naja, gut. Da würde ich sagen, das war's auch von der Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Chef Gok war ziemlich noch seiner Boss. Und die Welt gefällt mir wirklich ziemlich gut. Ich würde sagen, sie ist besser als das Forstland. Muss ich wirklich sagen. Das hat mir halt ziemlich gefallen hier, das hier. Ja, yeah. Mal schauen, was wir in der nächsten Folge noch hier rausholen können. Vielleicht bekommen wir nochmal viele Sterne. Ich lerne es nicht, ne? Viele Monde. Okay, zur Verteidigung kann ich sagen, wir waren ja letzte Folge. Was ist letzte Folge? Nee, vorletzte, oder? Im Pilzkönigreich. Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber, na gut. Ich würde sagen, das war's mit der Folge. Chef Gok ist wahrscheinlich jetzt richtiges, leckeres Hähnchen. Bis dann und tschüss.